das alles mit. Und noch mehr. Warum erzähle ich euch gleich? So, jetzt beginnt mein großes Abenteuer. Ich fahre jetzt in den Odenwald. Und ihr glaubt es nicht, mit dem Wohnmobil war ich noch selten alleine unterwegs. Und diesmal habe ich mir vorgenommen, mich einfach irgendwo in den Wald zu stellen. Ich habe mich einfach mal aufgemacht, alleine mit meinem Kastenwagen in den Odenwald. Für mich ein absolutes Experiment. Ich stehe auf einem Wanderparkplatz. Die ganze Zeit sind noch Hundebesitzer gekommen, haben ihre Hunde ausgeführt. Und so ganz alleine habe ich eigentlich schon lange nicht mehr übernachtet. Und das ist ganz schön ungewohnt. Aber ich habe mir das vorgenommen. Der Parkplatz hat auch eine ganz tolle Sicht hier oben, wenn morgen dann die Sonne wieder rauskommt. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Also ich bin mal gespannt. Ich berichte euch dann von meinen Erfahrungen. Vielleicht gehen wir jetzt mal ums Wohnmobil rum und gucken mal, wie dunkel es da ist. Es ist wirklich ganz schön dunkel. Ganz schön dunkel hier. Mein Arbeitsplatz. Schön gemütlich. Also ganz alleine da im Wohnmobil, das ist echt spukig, ne? Weil hier ständig irgendwas passiert. Draußen knistert's und im Auto knistert's. Und dann ist eben noch ein Auto gekommen. Da muss ich dann rausschauen, was da los ist. Nachts um 12 müsst ihr euch mal vorstellen, nirgendwo auf dem Wanderparkplatz kommt einfach ein Auto. Also sehr, sehr seltsam. Also ich habe mir echt überlegt, zwischendurch, ob ich in irgendeine Stadt fahren soll, weil es überall so geknistert hat. Und dann ist ja Wind und dann wackeln die Bäume und dann knastert irgendwas im Auto. Und dann habe ich aber gedacht, nein, ich halte jetzt durch. Lieber stehe ich morgen früh auf und verschwinde. Und das Auto fährt bestimmt auch wieder weg. Ich gucke halt immer mal wieder. Nochmal nach draußen. Ins Bett gehe ich gerade noch nicht. Ich saß die ganze Zeit am Rechner. Ja, aber trotzdem schön hier im Odenwald. Schön ist es morgens im Odenwald. So, das Experiment alleine, Katja alleine im Odenwald. Ja, ich habe es ausgehalten heute Nacht, aber glaub doch nicht, dass ich nicht ständig wach war. Es war ganz schön aufregend. Kannst du ja gar nicht vorstellen, dass ich vor 30 Jahren mal alleine mit meinem Zelt durch Schottland gefahren bin und dann auf irgendwelchen Wiesen übernachtet habe, hinter Hecken und Mauern. Das kann man gar nicht glauben. Jetzt habe ich einen Kastenwagen, eine Alarmanlage und eine direkte Hotline zu Freunden über mein Handy. Und trotzdem war das ganz schön aufregend heute Nacht. Aber ich bin stolz auf mich. Ich habe es heute Nacht ausgehalten.
Es ist wirklich schön hier im Odenwald. Jetzt kommt langsam der Wind, der große Sturm. Und deshalb fahre ich jetzt auch gleich mal heim. Ich muss auch noch ein bisschen was arbeiten. Ging hier oben aber auch gut. Ich hatte Internet, WLAN. Von meinem Handy habe ich mir einen Hotspot gemacht zu meinem Rechner. Heute Nacht ist der Newsletter rausgegangen. Also wenn man so alleine in der Pampa steht, verhält man sich doch ganz, ganz anders, als wenn man zusammen losfährt. Das habe ich jetzt gelernt. Was braucht man? Kaffee, klar. Schokolade als Nervennahrung. Alkohol, wenn man weiß, dass man wirklich sicher stehen bleibt. Und Musik. Musik habe ich jetzt gerade festgestellt, weil die Musik ist schon wieder abgelaufen, da muss ich mir wieder was aufs Handy laden. So, ansonsten Experimente alleine sein werde ich auf jeden Fall wieder wiederholen. Es tut einfach gut. Und der Odenwald ist schön. Ich habe nicht viel gesehen, aber ich komme definitiv wieder. Hier habe ich übernachtet, ganz alleine. Auch im Odenwald mit tollem Blick, so wirklich schön. Ja, echtes Abenteuer. Frau alleine auf dem Wanderparkplatz, wo hat man sowas noch? Und ich habe es wirklich genossen, es waren super Erfahrungen und ich werde es definitiv wieder machen. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, hinfahren, schaut doch mal rein, abonniert meinen Kanal, ich würde mich riesig freuen. Und ich lerne jeden Tag dazu und die Filme werden definitiv besser.